Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in, ach nee, nicht Trouble in Terrorist Town, Starbound, mit dem zarten Pflänzchen Marco. Hallo Marco. Ja, Marco ist heute nicht so ganz wach, deswegen, Marco, guck mal, ich habe uns ein Spaßobjekt gebaut. Und nein, es ist keine Frau, pass auf. Das sind die Schienen. Dann muss ich dir jetzt noch einen Grapple Hook bauen, damit du da dran kannst. Genau, ich kann mal eben die Rail Station. Ja, das ist die Rail. So, wir machen dem Marco jetzt mal einen Railhook, damit er das auch irgendwann mal benutzen kann. So. Ja, genau, ich gehe jetzt bei ihm. Genau, wir gehen mal eben zu Marco schauen. Ach ja, stimmt. Warte mal kurz. Ja. Da ich vorhabe, mit den Rails auch dann das große Haus ans Gewächshaus und dann dein Haus anzuschließen. Also es gibt auch irgendwie wohl so Plattformen, die man da dran machen kann. Das habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert. Aber ist auch schön, weil. Da unsere Häuser ja nun mal doch ein Stück weit entfernt sind. Ja, so. Ja, und hier, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe jetzt eine Lagermöglichkeit gefunden. Die Dinger kann ich nämlich bauen. Ich weiß nicht, ob du sowas mit Florence Storage hast. Das sind quasi dieselben Control-Dinger wie auf dem Schiff. Jetzt frag mich mal. Ja, hallo, ich weiß nicht mal mehr, was ich gerade gegessen habe. Hier. Ne, hier war ein Novakit Chip. Ja, süße. Storage. Okay. Guck mal, weißt du, erst moppert er und jetzt fährt er die ganze Zeit mit meinen Schienen rum hier. Kann es ruhig zugeben, dass das cool ist. Oh, warte mal. Funktioniert der Weg nach oben? Oh. Ja, gut, das ist nicht so ganz durchdacht. Ich dachte. Man könnte dann auch quasi da hochgleiten. Ja, da muss ich nochmal dran arbeiten. Ja, genau. Was machen wir heute? Das letzte Mal haben wir quasi Hyottel-Planeten gesucht. Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Mein Schiff parkt noch auf einem. Wie funktioniert das jetzt? Oh, so nicht. Immer? Oh, nein, das war auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie so eine Plattform, aber. Noch da, Marco? Ich höre gerade rein gar nichts. Falls du mich hörst, hüpf mal hoch. Okay. Okay, nee, jetzt bist du wieder da. Jetzt ist gerade die Frage, lag es jetzt an mir oder lag es an dir? Also ich habe in. Okay. Ja, das. Also interessanterweise habe ich auch den. Ja, toll, man sammelt die direkt ein. Okay, mit den Rail-Systemen muss man sich noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Ja, jetzt hast du die nämlich eingesammelt oder so, ne? Ah, okay, gut. Ja, da arbeiten wir noch dran. So, jetzt gehen wir erstmal auf mein Schiff.
mein Schiff. Und ja, weil ich parke ja über dem Planeten, wo wir noch eine Hürtelwohnung gefunden haben. Wieso, wenn's deins ist, warum hat sich's dir denn nicht angeschlossen? Also, gefragt. Oder die Frage einfach ignoriert. Blöd, Mann. Du zartes Pflänzchen. Aber warte mal, das ist aber nicht das Haus, das wir beim letzten Mal gesehen haben. Vogel. Nee, warte mal kurz, zartes Pflänzchen. Das hier, der Planet, auf dem ich gelandet bin, da sind wir gar nicht rumgelaufen. Wir haben gesehen, da ist noch ein Haus und sind dann direkt wieder weg, oder? Echt, ich weiß das schon nicht mehr. Gut. Hallo. Ich erwähne nochmal, ich habe schon vergessen, was ich gerade gegessen habe. Ach nein, es war ein frisch gebackener Muffin mit Schokopunkten. Ja, das war's. Naja, weil es nur einer war. Er rotzt hier mit seinem Schwertekiesel. Warte mal, ich guck mal, hatte ich die mitgenommen oder? Ach komm. Slow-Motion-Raketen. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ja. Ja, ich sollte vielleicht auch mal so eine Bandage essen oder so. Oh, was haben wir denn hier? Intestine Whip, eine Peitsche. Okay. Wird jetzt hier, warte, da, wo ist es? Da. Da, 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 da. Ja, Pflänzchenpeitschen, kennst du, ne? Kann die auch drehen, das ist sehr interessant. Bam, 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 bam. Ja, ist eine österreichische Organisation, denen vertraue ich nicht. Genau. Ja. Also irgendwie scheint der Planet hier nicht so vielversprechend zu sein, wobei ich auch irgendwie das Gefühl habe, das ist nicht der, auf dem ich beim letzten Mal war. Ja, es ist auch gerade rein ein Bauchgefühl. Ich kann es nicht irgendwie begründen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, genau. Daran liegt es wahrscheinlich. Nee, das große Dorf, was du meinst, war doch auf dem anderen Planeten, oder nicht? Jetzt völlig verpeilt. Was lernen wir daraus? Nächstes Mal sollten wir uns vor der Aufnahme die Folgen der letzten Woche nochmal im Schnelldurchlauf angucken. Also, Marco wird einen Schnelldurchlauf an dieser Stelle einbinden. Das hat er jetzt natürlich erst nach dem Schnelldurchlauf gesagt. Ah, okay. Ja, ist doch, läuft.
Ja, das ist okay. Wir haben mich gerade über was ganz anderem ertappt, Marco, denn du erinnerst dich daran, dass du mal eine versaute Tonspur hattest und meine brauchtest. Ich werde nach dieser Aufnahmesession deine brauchen, denn mein Mikrofon ist aus. Ich werde es jetzt aber nicht nochmal nachträglich anmachen für die Hälfte dieser Folge. Ja, das ist ein bisschen Quatsch, weil da müsstest du mir nur die Hälfte deiner Tonspur schicken, weil es nicht für ein Blödsinn. Dann blende ich meinen quasi aus. Ja, das krieg ich schon irgendwie hin. Wie hast du das denn gemacht, das mit deiner Audiospur der Stimme? Egal, das würde jetzt, da können wir bei Gelegenheit mal drüber reden. Also ich zeichne mit zwei auf. Ja. Ja, stimmt, ich laufe bei dir über Windows-Sound quasi. Ja, okay, genau dasselbe Problem hätten wir andersrum auch. Ja, stimmt, ich brauche ja nicht nur deine Audiospur, sondern ich brauche ja quasi meine. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ja. Nee, du hast recht, ich brauche quasi nicht deine Tonspur, sondern ich brauche meine. Ja, da hatte ich jetzt gerade eine gedankliche Lücke. Ich muss gleich mal eben was essen und was heilen. So, ich esse mal eben unter Wasser ein paar Möhrchen. Tu mal die Möhrchen. Tu mal die Möhrchen. So, jetzt benutze ich mal hier so ein geiles Erste-Hilfe-Paket. Ja, warte. Warte, warte, warte. So, jetzt hätte ich mir so ein fettes Erste-Hilfe-Paket reingeknallt. A single fish, maybe it needs a friend. Auch schön. Eine Snackbar. Okay, du bist also nicht nur eine Pflanze, sondern du bist eine fischessende Pflanze. Ja, stimmt. Deswegen ja auch für das Floran-Artefakt die große Jagd. Ja, du solltest übrigens mal dich heilen. Ananas. Es regnet, jetzt wird die Ananas. So, haben wir hier was zu scannen? Wir fangen schon wieder an, nur Blödsinn zu reden, Marco. Wollte es nur so. Passt? Passt, okay. Oh! Even the smallest piece of evidence can help to uncover the grandest secrets of the universe. Also anscheinend habe ich hier gerade irgendwas gescannt, was die Olle toll fand. Ich weiß es, ich habe es, glaube ich, hier bei dem Schreibtisch rumgeklickt. A simple table, aber. Ja, oder es ist halt, ich habe eine bestimmte Grenze überschritten, dass es gar nicht an dem Item selber liegt, was du scannst. Weil ich bin jetzt unter dem S von Objects. Ich weiß ja nicht, wie weit. Okay. Ich habe hier den Tisch und den Schrank und überhaupt. Echt? Okay. Ja. Läuft doch. So, ich lass mich mal einmal kurz absinken, um zu gucken. Okay. Ich habe gerade gelernt, Fischfingers und Fischdumplings zu craften. Hat irgendein Fisch gekillt und anscheinend irgendwas eingesammelt. Ja, ich bin mal ein ganzes Stück nach unten getaucht, aber das sah jetzt auch nicht so interessant aus. Laut meiner Anzeige musst du dich übrigens immer noch heilen. Ich will gleich kein. Ja, ich will gleich kein Gejammer hören, wenn du wieder verreckst. Dazu sage ich nur.
Mein Gott, mit der Peitsche jetzt hier einen Feind zu treffen, ist aber auch nicht gerade leicht. Bin nass, ich bin trocken. Ich bin nass, ich bin trocken. Und ich schwimm. Ah, mein Gott, ich bin so zielsicher wie bei Terrorist Town. So. Black and Dagger. Ananas.